Wir sind jetzt bei Marcel Brunner, Gärtnerei in Höchst, und er gibt uns jetzt Ratschläge, was kann der Gartenbesitzer um diese Jahreszeit, wo schon sehr frühlingshaft ist, für März, alles machen kann. Jawohl, grüß Gott. Momentan bei diesen frühlingshaften Temperaturen kann man eigentlich einiges schon machen. Die Rückschnitte von Bäumen und Sträuchern sollte eigentlich schon soweit erledigt sein. Wir können eigentlich bei diesen Temperaturen jetzt schon an die Frühlingspflanzung denken, wie Stiefmütterchen, Narzissen, Primel, vergisst man nicht, und andere Frühlingsblüher sind jetzt problemlos zu pflanzen. Einiges muss man natürlich beachten. Die Temperaturen können immer noch sehr kalt werden, und da müsste man die ein, zwei Tage, wo es wirklich so weit so kalt ist, noch abdecken. Dann hat man keine Probleme mit diesen blühenden Frühlingsboten. Ansonsten steht die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison an, Pflanzen auszusäen, bekieren, zu topfen, umtopfen. Alles das kann jetzt